In dieser Lektion beschäftigen wir uns näher mit digitalen und automatisierten Methoden zur Verarbeitung von Textdaten. Wir schauen uns dafür drei Kerndisziplinen näher an. Die digitalen Geisteswissenschaften, auch bekannt unter dem englischen Begriff Digital Humanities, DH, die Computerlinguistik, CL, und die automatische Sprachverarbeitung, NLP. Und wir besprechen, wie die Disziplinen sich voneinander abgrenzen lassen. Die Anfänge aller drei Disziplinen gehen bis in die 50er und 60er Jahre zurück. Seitdem haben sie sich kontinuierlich weiterentwickelt und die Einsatzmöglichkeiten digitaler Methoden haben sowohl in unserem Alltag als auch im Forschungsumfeld an Bedeutung gewonnen. Zum einen sind Programme zur automatischen Erkennung, Verarbeitung und Visualisierung von Sprach- und Textdaten vielseitiger und zuverlässiger geworden. Zum anderen hat die Menge digitaler Daten stark zugenommen, sowohl durch die Digitalisierung analoger Daten als auch durch vermehrt original digitale Daten, Born Digital Data. Begünstigt wurden diese Entwicklungen durch weitreichende technologische Fortschritte. Ein kleiner Laptop oder ein modernes Smartphone können heutzutage Datenmengen speichern und verarbeiten, die früher selbst raumfüllende Supercomputer überfordert hätten. Automatisierte Verfahren erlauben so die Verarbeitung großer Datenmengen in kürzester Zeit. Darüber hinaus haben digitale Formate den Vorteil, ein virtuelles und damit ortsunabhängig und nachhaltig erreichbares Medium anzubieten. Einzigartige Quellen, wie zum Beispiel historische Zeitungsausgaben, können in digitaler Form einer unbegrenzten Zahl von Interessierten online zugänglich gemacht werden. Anders als die fragilen Papierkopien der historischen Zeitungen sind ihre digitalen Pendants dauerhaft archivierbar und somit nicht vom physischen Verfall bedroht. Betrachten wir nun die drei wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit digitalen Methoden in den Geisteswissenschaften und der Sprachforschung befassen. Die digitalen Geisteswissenschaften beschäftigen sich mit der Nutzung computergestützter Verfahren und digitaler Ressourcen zur Bearbeitung von Themen der Geistes- und Kulturwissenschaften. Hierbei steht sowohl die Verwendung und Weiterentwicklung von digitalen Ansätzen im Vordergrund, als auch die Reflexion darüber, wie die Verwendung digitaler Methoden die Forschungsgegenstände der Geisteswissenschaften verändern können. Aufgrund dieses vielschichtigen Ansatzes ist es schwer klar festzulegen, ob die digitalen Geisteswissenschaften als eigenes Fach, als neue Methode oder einfach als eine bestimmte Denkweise zu verstehen sind. In der Praxis kommen digitale Methoden auf verschiedenen Ebenen zum Einsatz. Zum einen als Teil der Forschungsmethodologie, zum Beispiel durch automatisierte Analyseschritte wie bei der automatischen Namenserkennung. Hierzu werden wir im nächsten Video mehr erfahren. Zum anderen werden digitale Methoden zur besseren Zugänglichkeit von Daten und Verbreitung von Ergebnissen genutzt, zum Beispiel über Visualisierung von Netzwerkanalysen oder digitale Editionen. Schließlich spielen digitale Medien und Möglichkeiten auch eine große Rolle beim Einbezug der Öffentlichkeit in Forschungsprozesse, zum Beispiel über Citizen Science Initiativen, in denen Interessierte über Online-Plattformen oder Online-Spiele Daten klassifizieren oder anreichern können. In einer vorhergehenden Lektion hatten wir HistoryPin als Beispiel für die interaktive Geolokalisierung von Werbeanzeigen in historischen Zeitungen vorgestellt. Die Computerlinguistik beschäftigt sich mit der computationellen Modellierung von natürlicher, das heißt von menschlicher Sprache, mit dem Ziel, das System Sprache durch den Computer simulierbar zu machen. Oder vereinfacht gesagt, die Computerlinguistik versucht dem Computer das Sprechen beizubringen. Die Computerlinguistik entwickelt diverse Werkzeuge und Anwendungen, die Sprache automatisch verarbeiten. Sie vereint dafür Aspekte verschiedener Disziplinen. Insbesondere hat sich die Computerlinguistik aus der Informatik und der künstlichen Intelligenz herausentwickelt und integriert Bereiche der Logik, Philosophie und Kognitionswissenschaften. Eines der ersten Forschungs- und Anwendungsgebiete der Computerlinguistik war die maschinelle oder automatische Übersetzung. Anders als die digitalen Geisteswissenschaften hat die Computerlinguistik einen starken Fokus auf der wissenschaftlichen Studie von strukturellen Aspekten von Sprache, während die digitalen Geisteswissenschaften sich vorwiegend auf kulturwissenschaftliche und literarische Studien konzentrieren, also inhaltlich orientiert sind. Eine typische Kette von Analysewerkzeugen in der Computerlinguistik umfasst folgende Tools: Spracherkennung, die Verschriftlichung von Schallwellen, Tokenisierung, die Unterteilung von fortlaufendem Text in Wörter, morphologische Analyse, die Analyse der Satzstruktur, die semantische, das heißt inhaltliche Analyse
und die Analyse von Interaktionen und Diskursverläufen. Eng verwandt mit der Computerlinguistik ist die automatische Sprachverarbeitung, auf Englisch Natural Language Processing oder kurz NLP. In der Tat verschwimmen die Grenzen zwischen Computerlinguistik und NLP zusehends. Jedoch hat die NLP historisch gesehen einen stärkeren Fokus auf der praktischen Anwendung komputationeller Methoden, während die Computerlinguistik in ihren Wurzeln theoretischer motiviert ist. Die automatische Sprachverarbeitung konzentriert sich also vor allem auf die Entwicklung von Werkzeugen, sprich Computertools, die Sprache automatisch verarbeiten können. Bekannte Beispiele solcher Tools sind automatische Übersetzungswerkzeuge, Spracherkennung, Dialogsysteme und vieles mehr. Um diese Videoeinheit abzuschließen, schauen wir uns nochmal die Kerneigenschaften der drei Disziplinen im Vergleich an. Die digitalen Geisteswissenschaften nutzen digitale Methoden zur Analyse, Kultur und geisteswissenschaftlicher Fragestellungen. Die Computerlinguistik hingegen befasst sich mit der Modellierung von Sprache durch den Computer. Die NLP ist stärker ingenieurswissenschaftlich ausgerichtet und konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung von Tools zur Sprachverarbeitung. Die digitalen Geisteswissenschaften befassen sich dabei mit diversen kulturellen Artefakten, inklusive Sprachdaten. Computerlinguistik und NLP arbeiten ausschließlich mit Sprache. Der Wirkungsbereich der digitalen Geisteswissenschaften erstreckt sich über Forschung und Gesellschaft, während sowohl die Computerlinguistik als auch die automatische Sprachverarbeitung, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung, auf die Forschung und industrielle Anwendung ausgerichtet sind.